die auch aufgrund von unserer Aggression, die wir, der Westen, in der Welt verbreiten. Und also darüber wird nichts erzählt. Und das ist definitiv eine Art der Manipulation. Denn uns wird dann suggeriert, ja, hier, wir müssen dort helfen, weil dann das und das passiert ist und so weiter. Dabei wissen wir gar nicht, warum das überhaupt dort passiert ist. Uns wird jetzt zum Beispiel gesagt, wir müssen Flüchtlingen aus Afrika oder weiß ich nicht von wo helfen, sie hier in Europa aufzunehmen und zu integrieren. Bin ich dafür? Ich bin selbst dreiviertel Ausländer. Wenn wir jetzt nicht in Deutschland diese Immigrationsgeschichten hätten, wäre ich wahrscheinlich gar nicht geboren worden. Jedoch sollte man mal fragen, warum sind denn diese Menschen überhaupt gezwungen, ihr Land zu verlassen? Was ist denn da überhaupt vor Ort los? Dass Menschen überhaupt ihr Land verlassen müssen und dann hier irgendwie Schutz oder Zuflucht suchen müssen. Und das ist eine Art von Manipulation, denn uns wird es nicht gesagt, weil Manipulation ist, wie gesagt, auch nicht einfach immer nur das Stupide, dass man irgendwo gefesselt ist oder dass einer direkt bearbeitet wird oder dass einer sagt, stopp, Putin jetzt. Es ist auch manchmal einfach nur der Punkt, dass etwas weggelassen wird. Uns wird nichts davon erzählt, also ist es von uns nicht, also ist es nicht relevant für uns. Und somit interessieren wir uns nicht dafür, wenn jetzt beispielsweise wieder 500 Kinder in Palästina gestorben sind innerhalb der letzten 2-3 Wochen. Da interessiert sich keiner für, weil ja dann das und das und das und das ist. Ne? Und, okay, alles klar, ich dachte, du wolltest was sagen. anderes Thema, also immer noch Manipulation, aber ein anderes Beispiel, Christian Wulff, unser ehemaliger Bundespräsident. Ich möchte auch jetzt hier wieder, ich betone das extra nochmal, jeder soll sich da selbst informieren, aber meiner Meinung nach ist es so, dass Christian Wulff aus dem Amt rausgedrückt wurde, dadurch, dass er unter anderem den ESM kritisiert hat. Und ich persönlich habe mich jetzt nicht toll gefunden oder sowas. Also Politik war nie mein Gebiet und war nie von Interesse. Jedoch, wenn man sich dann halt damit beschäftigt, was da alles los ist, fragt man sich halt schon, das Interesse wird dann doch schon geweckt. Wie gesagt, er hatte sich kritisch geäußert zu manchen Themen und meiner Meinung nach wurde ihm deswegen dann diese, was war das, 700 Euro oder weiß ich nicht was, Vorteilsnahme im Amt, irgendwie sowas wurde dann da in den Medien, das ist es ja auch wieder, die Medien haben das ja aufgebaut und ganz Deutschland dachte, ah, der ist schlecht, der muss jetzt weg und dann haben die ganz locker ihn weggedrückt und was haben wir jetzt? Den Gaub, leer, ne? Der ja alles unterschreibt. Letztens hatte ich noch gelesen, dass er wohl die jetzt neue Diätenerhöhung nicht unterschreiben würde, aber meiner Meinung nach war das von Anfang an auch schon wieder nur wieder so ein Spielchen, dass wir dann denken, ah okay, der ist doch ganz korrekt, der unterschreibt das jetzt doch nicht, was ist. Eine Woche später hat er es dann gemacht. Obama genauso. Obama, ich muss das leider sagen, weil ich will auch nicht sagen, ihr werdet alle manipuliert. Nein, ich wurde genauso manipuliert. Während ich recherchiert habe zu diesem Thema, bin ich selbst jedes Mal, ist mir wieder die Kinnlade runtergefallen. Also ich habe zu Hause ein Obama-Poster gehabt, ich habe eine Brosche von dem gehabt. Ich war so doof und habe sogar darüber nachgedacht, mir vielleicht sein Gesicht zu tätowieren oder so. Da sieht man mal, wie die PR-Agenturen arbeiten, dass einer wie ich sich dann so denkt, boah, ein schwarzer Präsident, ja Mann, der regelt das jetzt hier, der hört auf mit dem Krieg und alles, ne? So was war. Es hat erstmal Jahre gedauert, bis sie dann aus dem Irak wieder draußen waren. Und urplötzlich gibt es dann wieder eine neue Terrorgruppe, die sich dann ISIS nennt, die jetzt wieder im Irak ist. Und dann hat Obama zuerst gesagt, so vor 3-4 Wochen war das glaube ich noch, nee, wir schicken keine Truppen hin, das ist vielleicht ein paar Hilfsgüter oder sowas, aber mehr nicht. So, und dann, ja bitte, was denn? Wolltest du mir die Hand schütteln? Ja, hi. Uwe. Ja, was wolltest du sagen? Komm.